Jetzt haben wir einen Vorarlberg nicht mehr geworden, das war noch nie da. Der Sitz extra montiert, damit ich da gemütlich raufkomme. Und dann machen wir uns den Kühlmaus in der Garage. Die müssen wir zwischendurch. Nein, zuerst machen wir das. Danke, passt. Der muss, zuerst machen wir das. Ja. Dann nein. Drei Tropfen. Also im Frühling werden da die Reben auch gejätet. Jäten heißt, dass man ein bisschen was von den Trauben weg tut. Jetzt ist das weg, okay, dann lassen wir den. Und das geht, das machen dann da ist eh irgendwo. Nein, das passt schon, das ist eh alles. Dein da schau. Dein da weg. Den ganzen? Ja. Dein da weg. Das Ganze? Ja, ja, dein da weg. Muss du mit das und da mindestens einen weg, wenn nicht zwei. Den kommt man auch wegbrechen. Echt? Ja. Aber da ist ja auch Wein oben. Ja, das macht nichts. Das ist ein Achtel, was da weg. Ja, nein, das ist zu viel, ist nichts. Das ist nicht. So, lass das, passt schon. Da wird jetzt man tut ausbrocken, verdünnen. Oh, oh, das ist auch eine Rebe. Das sollen 4-5 Trieben sein. Ja, genau, der kann weg. Theoretisch kannst du es auch lassen, kommt man den, wenn der wächst. Im Herbst dann. Da schau, da sind die Stoppel. Das ist doppelt. Den da unten, weg. Ja. Theoretisch kannst du den da auch weg. Den da hinten. Ja, da, okay. Den kannst du auch weg tun. Spezialist, ja. Der wird den noch. Den da lassen wir den los, schon. Ja. Ah. Jetzt ist er abgebrochen, haben wir Pech gehabt. Ja, schaut. Ja. Ja, perfekter. Bist perfekt. Den kommt man für nächstes Jahr lassen. Ja, der da kann. Ist relativ viel. Ja, ja, dann musst du einmal ein paar weg. Da. Den da. Da kommt die da raus. Die ist auch da. Ja, heute helfe ich mit meinem Sohn, mit dem Christoph, unserem Nachbarn, den Toni Mondl, beim Steinmauern. Er hat da ziemlich gewaltige Mauern, um seinen Weingarten optimal ausnützen zu können. Und da haben wir natürlich eine harte Arbeit. Jetzt sind wir bei der vierten Betonmischung. Und da werden wirklich schwere Steine so aufgemauert, dass dann eine ordentliche Weingartenterrasse, eine ordentliche Weingartenterrasse entsteht und der Platz optimal zum Ausnützen ist. Ja, Mauern haben wir ungefähr 6 Stück mit ca. Laufmeter über 1 Kilometer, ca. 1100 Meter. Gebaut seit 1998. Ja, man hat einen Haufen Arbeit. Diese Mauern zu mauern ist sehr energieaufwendig und kostspielig. Ne?
Ich meine, sonst die andere Arbeit ist genauso wie ein Weingarten auf der Ebene. Ne? Ja, der Aufenthalt hier in der Wachau gibt mir auch die Möglichkeit, ein bisschen meinem Hobby nachzugehen. Wenn ich durch die Weingärten spaziere, dann sehe ich immer wieder auch die Weinstöcke. Und das hat mich dazu inspiriert, diesen Kreuz zu schnitzen, und zwar aus einem Weinstock. Das heißt ja schließlich von Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und so habe ich versucht, Jesus in diesen Weinstock zu integrieren. Ein anderes Bild habe ich ebenfalls für meinen Bruder bereits geschnitzt. Es stellt Jesus am Kreuz dar, aber die Luft, die offenen Augen sollen auch schon eine Spur der Auferstehung ankünden. Ein Kreuz, das sozusagen schon ein Stück Auferstehung vorwegnimmt. Dem Kreuz, das ich geschnitzt habe aus einem Weinstock, hat mich Mandl Toni dann mit hinaufgenommen auf den Weinberg und auch ein paar Weinstöcke geschenkt. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss ich einmal etwas Lustiges draus machen. Ja, diese Figur, sie soll darstellen, unten ein Pferd, Cavallo, und oben, ja, das soll jemand ausschauen, wenn er drei Flaschen Wein getrunken hat, und deshalb habe ich für diese Figur den Namen gewählt, Tre Bottigli Cavallo, drei Flaschen Pferd. Es wird eine Tiki-Figur für den Garten. Ich glaube, so eine hawaiianische Figur. Und da mein liebster Bruder sich sowas gewünscht hat, machen wir das jetzt. Eieiei, das ist leider nicht gut. Das ist der sogenannte Tre Bottigli, drei Flaschen Wein.
Dann ist man ein bisschen betrunken und so schaut er schon aus, oder? Die Haare hat er sich auch nicht gekampelt. Nachdem ich ein Kreuz geschnitzt habe aus einem alten Weinstock, bin ich jetzt immer auf der Suche nach interessanten alten Weinstöcken, ja, aus denen man vielleicht auch noch etwas schnitzen kann. Ich habe ja neben dem Trilitri Cavallo auch schon einen Hund, eine Eule und andere Tiere versucht zu schnitzen. Und wie gesagt, jetzt suche ich hier auf einem Haufen, der dem Heinz gehört, auch noch passenden Weinstöcken, aus denen ich vielleicht auch noch etwas machen kann.